Okay, zähle deine Punkte und sieh dir am Ende des Videos dein Ergebnis an. In welchem Monat bist du geboren? A. April, August, Dezember. B. März, Juli, November. C. Mai, September, Januar. D. Februar, Oktober, Juni. A ist 20 Punkte wert. B bringt dir 10 Punkte. Wenn deine Antwort C ist, erhältst du 30 Punkte. D verschafft dir 40 Punkte. In welche Gruppe fällt dein Geburtstag? A 1 bis 8, B 9 bis 16, C 17 bis 24, D 25 bis 31. Für A erhältst du 20 Punkte, B ist 40 Punkte wert, C bringt dir 10 Punkte und D 30 Punkte. Weißt du, um welche Uhrzeit du geboren wurdest? A. Irgendwann zwischen Mitternacht und 9 Uhr, B. Zwischen 9 und 18 Uhr, C. Zwischen 18 Uhr und Mitternacht oder D. Keine Ahnung. Wer nachts geboren ist, erhält 40 Punkte. Bist du zwischen 9 und 18 Uhr geboren, bekommst du 10 Punkte. Zwischen 18 Uhr und Mitternacht gibt es 20 Punkte. Und wenn du keine Ahnung hast, kriegst du immerhin 30 Punkte. Was ist dein Lieblingswetter? A. Warm und sonnig. Ich bin zu 100% ein Sommermensch. B. Ein regnerischer Tag. Ich laufe gerne mit Regenschirm herum. C. Kalt und verschneit. Am besten mit einer Tasse Kakao und einer weichen Decke. Oder D. Gewitter, ein kleines Erdbeben, Wirbelstürme. Ich liebe alles, was verrückt ist. Option A bringt dir 10 Punkte. B erhöht deinen Kontostand um 30 Punkte. C ist 20 Punkte wert und D verschafft dir 40 Punkte. Zeit zum Renovieren. Welches Muster würdest du für die Tapeten in deinem Zimmer auswählen? A. Kreise. Ich liebe die Vorstellung der Unendlichkeit. B. Quadrate. Ich habe es gerne ordentlich. C. Blüten und Blätter. Der Inbegriff von Harmonie. Oder D. Ein verrückter Mix aus Farben und Formen. Kreise bringen dir 20 Punkte, Quadrate liefern dir 30 Punkte. Hast du dich für Blüten und Blätter entschieden, addiere 10 Punkte. Bunte Farben verschaffen dir 40 Punkte. Wähle nun ein Kunstwerk für die frisch tapezierte Wand aus. A. Ein Poster mit einem inspirierenden Zitat reicht völlig. B. Ich zeichne selbst etwas, vielleicht eine Landschaft. C. Ich lasse ein Porträt von mir zeichnen. Oder D. Ich denke, ein leeres Blatt Papier könnte mir gefallen. Ist Option A deine Wahl, bekommst du 10 Punkte. Option B bringt dir 30 Punkte. Option C ist 20 Punkte wert. Option D verschafft dir 40 Punkte. Glückwunsch! Du hast 1 Million Euro gewonnen. Was kaufst du dir als erstes? A. Ich investiere in ein Haus oder Wertpapiere. Geld muss arbeiten. B. Ich kaufe Geschenke für Familie und Freunde. C. Ich gehe auf eine Weltreise. Das war schon immer mein Traum. Oder D. Ich spende das Geld. Nichts macht mich glücklicher, als anderen zu helfen. Alle Investoren erhalten 30 Punkte. Die Geschenkeverteiler bekommen 10 Punkte. Wenn du eine Weltreise planst, kassierst du 40 Punkte. Wer sich entschließt zu spenden, kann seinem Konto 20 Punkte gutschreiben. Ein berühmter Regisseur will dein Leben verfilmen. Wie würdest du den Film nennen? A. Mauerblümchen. B. Besser wird's nicht. C. Auf der Sonnenseite. Oder D. Willst du mich veräppeln? Entscheidest du dich für A, wandern 40 Punkte auf dein Konto. Passt eher Option B, erhältst du 20. Option C ist 10 Punkte wert und D liefert dir 30 Punkte. Du musst eine lebensverändernde Entscheidung treffen. Hörst du auf deinen Verstand oder dein Herz? A. Verstand, natürlich. Gefühle leiten dich in die falsche Richtung. B. Herz, es hat mich noch nie im Stich gelassen.
C, beide, kommt auf die Situation an. Oder D, ich bespreche alles mit meiner Familie. Sie weiß, was gut für mich ist. Alle, die ihrem Verstand vertrauen, erhalten 30 Punkte. Wenn du auf dein Herz hörst, bekommst du 20 Punkte. Nutzt du beides, kommen hier 40 Punkte für dich. Deine Familie zu befragen, bringt dir 10 Punkte. Du willst mit deinem besten Freund auf ein Konzert gehen. Er fühlt sich nicht gut und kann nicht mitkommen. Was tust du? A. Die Tickets verkaufen, alleine gehe ich nicht. B. Ich gehe und mache 500 Videos als Souvenir für das kranke Huhn. C. Ich sage, ich gehe nicht und vergnüge mich dann doch alleine. Oder D. Wir reden offen darüber und ich lade jemand anderen ein. Option A bringt dir 20 Punkte, B ist 10 Punkte wert, C verschafft dir 40 Punkte und D liefert 30 Punkte. Was glaubst du, was die Leute hinter deinem Rücken über dich reden? A, dass ich ein wundervoller Mensch und loyaler Freund bin natürlich. B, ich denke, sie sind eifersüchtig auf mein Aussehen und meine Karriere. C, ich bin nicht so verträglich, sie halten mich vermutlich für arrogant. Oder D, sie wagen nicht, irgendetwas über mich zu erzählen. Sie wissen, wie ich reagiere, wenn ich es herausfinde. Lautet deine Antwort A, erhältst du 10 Punkte. B bringt dir 30 Punkte, C ist 20 Punkte wert und D verhilft dir zu 40 Punkten. Was glaubst du, was andere am meisten an dir mögen? A. Meinen Humor. Er hilft in so vielen Situationen. B. Meine Hilfsbereitschaft. Ich lasse nie jemanden hängen. C. Meine Fähigkeit, gute Ratschläge zu erteilen. Ich weiß immer, was zu tun ist. Oder D. Meine Coolness. Ich habe immer lustige Geschichten auf Lager. A ist 20 Punkte wert, B bringt dir 10 Punkte, C schaufelt 30 Punkte auf dein Konto und D verschafft dir 40 Punkte. Wovor fürchtest du dich am meisten? A. Dunkelheit, ich glaube, unter meinem Bett lebt ein Monster. B. Versagen, ich will unbedingt erfolgreich sein und viel Geld verdienen. C. Allein sein, ich würde keinen Tag ohne meinen Partner und meine Freunde überleben. Oder D. Schlangen, du weißt nie, was sie gerade aushecken. Wenn du Angst vor Dunkelheit hast, erhältst du 30 Punkte. Plagen dich Versagensängste, bekommst du 20 Punkte. Jeder, der nicht gerne allein ist, sammelt 10 Punkte ein. Wenn Schlangen deine größte Angst darstellen, darfst du 40 Punkte addieren. Welche Hausarbeit hast du am meisten? A. Abwaschen, das ist so langweilig. B. Bügeln, es dauert ewig und trotzdem hat alles Falten. C. Rasenmähen, ich würde ihn lieber betonieren. Oder D. Ich mache keine Hausarbeit, dafür habe ich Angestellte. A bringt dir 40 Punkte, B liefert dir 10 Punkte, C ist 30 Punkte wert, D hat 20 Punkte für dich im Gepäck. Du hattest einen schlechten Tag, was rettet deine Stimmung? A. Pizza und ein lustiger Film, ich lache die miese Laune einfach weg. B. Ein langer Spaziergang im Park, Natur ist heilsam. C. Das Fitnessstudio, ich schwitze die Schmerzen raus. Oder D. Einkaufen, shoppen ist die beste Therapie. Option A ist 10 Punkte wert, Option B bringt dir 40 Punkte, C kommt mit 30 Punkten daher und D hält 20 Punkte für dich bereit. Und jetzt wird zusammengerechnet. Hast du 150 bis 230 Punkte erreicht, bist du einfach ein netter Mensch. Du bist unglaublich fürsorglich und herzlich. Du zeigst Mitgefühl mit jedem und hörst nie auf zu lächeln. Du versprühst positive Energie und Optimismus. Deshalb bist du auch so liebenswert. Deine größte Angst besteht darin, andere traurig zu machen. Daher bist du auch nicht sehr direkt. Aber vergiss nicht, dass man auch mal seine Meinung sagen darf. Liegt dein Ergebnis irgendwo zwischen 240 und 330 Punkten, bist du total clever. Du kennst die Antwort auf jede Frage und hast zu allem eine eigene Meinung. Du liebst es, Probleme zu lösen und hörst nie auf, dazu zu lernen. Andere fragen dich um Rat, weil du immer gute Entscheidungen triffst. Du hast deine Emotionen unter Kontrolle und bist stets höflich. Diejenigen, die 340 bis 420 Punkte erreicht haben, sind definitiv souverän. Du bist ehrgeizig, fleißig und produktiv.
Manch einer sagt vielleicht, dass du stur bist, aber du setzt dir halt Ziele und erreichst sie. Das ist nur gut für dich. Du bist gerade heraus und sagst immer, was du denkst, auch wenn es unangenehm ist. Menschen respektieren dich und deine Meinung ist ihnen wichtig. Hast du 430 bis 510 Punkte erreicht? Glückwunsch, du bist lustig. Du bringst auch die griesgrämigste Person zum Lachen. Du bist die Seele einer jeden Party. Dein natürliches Charisma zieht alle in deinen Bann. Du hast immer gute Laune und steckst andere damit an. Du bist zu 100% ein Optimist und lebst auf der Sonnenseite des Lebens. Wenn dein Endergebnis über 510 Punkten liegt, bist du frei und unabhängig. Im Herzen bist du wild und Langeweile ängstigt dich am meisten. Du bist stets für ein Abenteuer zu haben. Du ordnest deine Wünsche nie der Meinung anderer unter. Du denkst um die Ecke und drückst deine Gefühle durch Kunst aus. Wirst du im Leben Erfolg haben? Vielleicht. In der Tat gibt es einen einfachen Weg zum Erfolg. Doch nur wenige haben alle Trümpfe in der Tasche, um es an die Spitze zu schaffen. Um herauszufinden, ob du zu diesen Glücklichen gehörst, brauchst du nur auf Abonnieren klicken, die Benachrichtigungen aktivieren und auf die Sonnenseite des Lebens kommen. Kommen wir nun zum Test. Dich erwarten 10 Fragen. Du musst dich nur entscheiden, ob A, B oder C am besten zu dir passt. Notiere deine Antworten für die Auswertung am Ende. Also schnapp dir einen Stift und ein Stück Papier und lass uns direkt in die erste Frage einsteigen. Frage Nummer 1. Wann stehst du normalerweise auf? A. Ich bin ein Frühaufsteher. Definitiv vor 8 Uhr. B. Irgendwann zwischen 8 und 12 Uhr. C. Ich bin eine Nachteule. Mein Morgen beginnt erst nach 12 Uhr. Frage Nummer 2. Bist du selbstbewusst? A. Meistens bin ich von mir und meinen Fähigkeiten recht überzeugt. B. Ich habe so meine Schwierigkeiten, wie andere Leute auch. Das wechselt von Tag zu Tag. C. Ich bin unsicher und schüchtern, aber ich arbeite daran, mit mir selbst in Einklang zu kommen. Frage Nummer 3. Wo liegt dein Hauptziel im Leben? A. Ich will unabhängig, stark und der Beste in dem, was ich tue, sein. B. Ich bin äußerst familienorientiert. Ich wünsche mir ein großes Haus und viele Kinder. C. Ich denke, glücklich sein und eine Nichts-bereuen-Einstellung sollte mein Hauptziel sein. Ich will mein Leben in vollen Zügen genießen. Frage Nummer 4. Bist du ein Teamplayer? A. Na klar. Hinter jeder erfolgreichen Person steht ein Dreamteam, das sie unterstützt, nicht wahr? B. Ist mir egal. Ich kann sowohl alleine als auch mit anderen zusammenarbeiten. C. Nein, ich mache die Dinge gerne auf meine Art. Frage Nummer 5. Wie sieht für dich ein perfekter Tag aus? A. Zu einer Weiterbildung gehen, lesen oder etwas Neues lernen. B. Mich mit Freunden auf einen Kaffee treffen und bedeutsame Gespräche führen. C. Im Bett bleiben, essen und mich vom Fernseher berieseln lassen. Frage Nummer 6. Einer deiner besten Freunde erzählt dir, dass er eine Beförderung erhalten hat. Wie fühlst du dich daraufhin? A. Ich freue mich natürlich. Die Person bedeutet mir viel und ich freue mich für sie. Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam den Erfolg zu feiern. B. Natürlich freue ich mich für die Person, aber tief im Inneren bin ich auch ein bisschen neidisch. Ich wünschte, mir würde so etwas passieren. C. Schön für die Person, aber ehrlich gesagt bin ich total eifersüchtig. Ich hätte befördert werden sollen. Frage Nummer 7. Du hast eine Woche, um ein wichtiges Projekt zu beenden. Was wirst du tun? A. Mich direkt an die Arbeit machen, damit alles perfekt wird. B. Ich schiebe es ein paar Tage vor mir her, reiße mich dann aber zusammen und erledige alles. C. Aufschieberitis ist mein zweiter Vorname. Ich mache immer alles auf den letzten Drücker. Frage Nummer 8. Wovor hast du am meisten Angst? A. Kontrollverlust. B. Jemanden, den ich liebe, zu verlieren. C. Versagen.
Frage Nummer 9. Du hast rund um die Uhr an einem großen Projekt gearbeitet, um alles perfekt zu machen. Doch als du es stolz deinem Chef vorstellst, wirst du heftig kritisiert und du musst mindestens die Hälfte überarbeiten. Wie reagierst du? A. Ich höre aufmerksam zu, welche Fehler ich gemacht habe und versuche sie zu beheben. B. Das verletzt natürlich meine Gefühle und ich bin den Rest der Woche beleidigt. Aber letztendlich fange ich wieder an. C. Wie bitte? Der ganze Aufwand umsonst? Mir platzt definitiv der Kragen. Frage Nummer 10. Glückwunsch, du hast 1 Million Euro gewonnen. Was machst du damit? A. Ich investiere das Geld in etwas, an das ich glaube, oder nutze es, um in meiner Karriere voranzukommen. B. Ich kaufe ein Haus oder ein Auto und spare den Rest. C. Alles klar, ich bin dann mal weg. Ab in den Urlaub, man sieht sich. Okay. Dann zähle jetzt deine A's, B's und C's. Willst du im Leben Erfolg haben? Finden wir es heraus. Hast du dich meistens für A entschieden, kann man nur gratulieren. Du bringst es zu etwas, mein Freund. Du hast sowohl Grips, Talent, als auch Biss und keine Angst, Fehler zu machen oder auch mal zu versagen. Statt dich aufzugeben, lernst du aus Fehlern und wächst über dich hinaus. Auch deine Motivation ist ein großer Vorteil. Zusätzlich Inspiration hast du nicht nötig. Du weißt, was du willst und genießt den Weg. Das Einzige, was in deinem Leben fehlt, ist ein klein wenig Entspannung. Nichts für ungut. Auf deine Träume hinarbeiten ist völlig in Ordnung. Aber du darfst nicht vergessen, auch mal Spaß zu haben und Zeit mit deinen Liebsten zu verbringen. Du musst lernen, auch mal loszulassen und den Moment zu genießen. Wenn du diese Balance findest, wird dein Leben in den buntesten Farben schillern. Wenn Option B für dich meist die richtige war, hast du jede Chance, im Leben erfolgreich zu sein, wenn du dich reinhängst. Du bist klug, ambitioniert, freundlich und die meisten Menschen genießen deine Gesellschaft. Du hast viele Freunde, machst gerne neue Bekanntschaften und kommst leicht mit anderen auf einen gemeinsamen Nenner. Dir fehlt nur noch ein wenig Durchsetzungsvermögen. Das bedeutet nicht, dass du deine freundliche Art ändern sollst, denn ein guter, einfühlsamer Anführer zu sein, ist wichtig auf dem Weg zum Erfolg. Aber du musst auch lernen, Nein zu sagen, mehr zu fordern und für dich selbst einzustehen. Auf dem Weg zum wahren Erfolg erwarten dich unzählige Hindernisse und du brauchst innere Stärke und Kraft, um alle zu überwinden. Wenn du an diesem Teil deiner Persönlichkeit arbeitest, wirst du nicht zu bremsen sein. Hast du dich meist für C entschieden, ist dein Weg zum Erfolg noch verdammt lang. Es ist nicht so, dass du nicht über alle Fähigkeiten verfügen würdest. Du bist unabhängig, hast deine eigene Meinung und bist weltoffen. Aber dir fehlen zwei wichtige Punkte: Zielstrebigkeit und Fleiß. Du schwimmst lieber mit dem Strom und hoffst, dass sich die Dinge von selbst regeln. Doch bedenke, wenn du Erfolg haben willst, musst du dein Leben selbst in die Hand nehmen, Risiken eingehen, gut kalkulierte natürlich, und bereit sein, alles dafür zu geben. Deine Träume werden nicht wahr, wenn du nur auf dem Sofa lümmelst und am Fernseher oder Handy-Display klebst. Aber du kannst es schaffen, wenn du täglich einen Schritt in die richtige Richtung machst. Verschwende dein Potenzial nicht an unproduktive Tätigkeiten. Leg los und auch du wirst eines Tages die Sterne erreichen.